Hallo und herzlich willkommen bei Wir probieren. Heute mit Get Dive wurde uns zur Verfügung gestellt, beziehungsweise wurde uns quasi fast schon aufgehalst. Nimm es! Von Get Dive. Und zwar ist das eine Firma, beziehungsweise zwei Jungs aus Reutlingen. Aus Reutlinge. Die gesagt haben: Ja, uns schmecken keine Energy Drinks, die es so auf dem Markt gibt, deswegen haben wir mal einen eigenen raus. Prinzipiell ja eigentlich eine gute Positiv. Motivation. Dass denen jetzt gar nichts schmeckt, möchte ich mal in Frage stellen. Aber okay, wird sich zeigen. Es ist zumindest ein Statement, sagen wir mal so. Ja, natürlich. So, Get Dive. Wie sieht das Ganze denn auf? Wir haben unten vor allem The Great White Swimming at Your Own Risk. Was ich nicht verstehe. Get Dive, wahrscheinlich so angelehnt an Tauchen, Schrägstrich Surfen. Deswegen wahrscheinlich auch dieses Palmengedönsgerödel mit drauf. Ja, aber warum da der Shark und so weiter? Ja, gut, das ist dann, ja. Noch einen Hingucker, haben sie gedacht, wir müssen da noch irgendwas drauf machen. Und weil die Dose ja, die Flasche ja so schön grau in blau ist, richtig. Deswegen muss da noch ein Gelb. Ja, natürlich. Ja. Hier auf dem Flyer steht auch drauf, schmeckt pur und zum Beispiel gemixt mit Wodka. Was ich jetzt nicht so, also vom rein werbetechnischen würde ich da sagen, es ist kein gutes Verkaufsargument, wenn ich sage, hier, ihr müsst da extra noch was reinkippen, damit es gut schmeckt. Ja, ich denke, sie haben es nur falsch formuliert. Es ging wahrscheinlich nur darum zu sagen, hier, das ist ein guter Energy oder ein gutes Mixgetränk und ihr könnt damit auch noch zusätzlich irgendwelche Cocktails oder irgendwas, um Bars anzusprechen oder so, Gastronomverbraucher. Aber selbst da, also weißt du, wenn das Getränk, würde ich nicht auf so einen normalen Zettel schreiben, also sondern das würde ich dann für die Gastronomen dann mit beilegen. Genau, oder für die Bar. Erstens das und wenn ich ein Getränk generell generiere, da kommen doch eigentlich die Leute von alleine auf die Idee, das mit irgendwelchem Alkohol zu mixen, wenn es gut schmeckt. Weil wenn das gut schmeckt, dann eignet sich es automatisch zu mixen. Der Verbraucher an sich ist ja sowieso dämlich. Der Verbraucher an sich ist dämlich. Das heißt, du musst ihm sowieso alles sagen. Von daher, ja. Das hier ist ein Kronkorn. Genau so. Da steht da aber dran, hier öffnen. Nein, ich wollte unten aufbohren. Warum macht der Österreicher die Rotweinflasche immer auf der Seite? Ja, Bordeaux. Also er schmeckt nach... Riecht nach. Maracuja. Ach, ich mach mir einfach meine eigene auf. Ich wollte gerade sagen, du hast ja doch auch noch eine rumfahren. Mach's dir doch einfach selber. Maracuja. Bisschen Guave. Sahne. Also, beziehungsweise, milchig. Weißt du, milchig. Ein bisschen, ja, das ist so wie so ein Buttermilch-Fruchtmix vielleicht. Also es riecht eigentlich nach Molchtrink, es riecht so ziemlich wie der Mask Fruit, und zwar der mit Molke. Mhm. Oder dieses eine Fruchteis. Maracuja Split. Genau. Also dieses, wo, für die, die es nicht kennen, innen Sahne und außen eben dieses, so eine kleine Schicht Maracuja. Genau, so schmeckt es eigentlich auch. Wie das Eis. Genau, wie das Eis. Es schmeckt eigentlich wie das Eis. Du hast am Anfang so ganz klar diese Maracuja-Frucht und dann geht es so fließend über in so was milchig, sahniges. Also wenn, oder was auch ein relativ guter Vergleich sein dürfte, wenn man Piña Colada macht, allerdings, und dann anstatt Ananassaft Maracuja-Saft Maracuja nehmen würde. Dann müsste das ungefähr genauso schmecken. Ja, da also ist abgesehen auch so ein, vom Kokos. Da ist auch so ein Hauch Ananas mit drin bei dem hier, finde ich. Trotzdem auch. Es erinnert ein bisschen an Pineapple. So ein bisschen. Also steht jetzt ist nicht explizit drauf. Aber drauf. Schmeckt trotzdem ein bisschen in die Apfelsaft. Richtung. Apfelsaft, wie immer. Mhm. Der Basisträger ist immer Apfelsaft. Damit können sie ihren Fruchtgehalt in prozentual hochziehen. Mhm. Weil das am wahrscheinlich, wenn du es verdünnst, am wenigsten einen Eigengeschmack hat. Ja. Weil es einfach nur süß ist und einfach hier billig zu kriegen. Ja. Und der Rest wird alles überall. Ich weiß jetzt so recht. Also wenn die Jungs sagen, sie wollen was Eigenes produzieren. So eigen ist es. Also es ist nicht schlecht und es ist auch nichts Gewöhnliches, sagen wir mal so. Nee, das stimmt definitiv. Aber dafür, dass ich sage, dass dafür, also wenn die Aussage ist, uns schmeckt gar nichts und wir wollen dann was total Eigenes machen, dafür ist es mir dann nicht eigen genug. Nicht eigen genug, richtig. Aber ich muss sagen, die Kombination an sich, das Getränk an sich, ja, ist gut. Und gefällt mir eigentlich. Nur was mir was ich ein bisschen überhaupt nicht an Energy Drink. Nee, das wobei nicht. Ich das jetzt dem auch wieder positiv anrechnen würde. Aber er präsentiert sich auch nicht wirklich als klassischer Energy Drink. Es steht nirgendwo Energy Drink drauf und er verkauft sich auch nicht so. Doch, es steht. Aber den ist es halt mit drauf. Der Maracuja Energy Drink. Na gut, dann. Es steht drauf. Ja? Wobei hier auf der Flasche nicht. Auf der Flasche steht es nicht
Also nicht... es steht nur klassisch koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk, weil natürlich ein erhöhter Koffeingehalt von 24 Milligramm pro 100 er hat dabei auch nicht ist. Den vollen. Er hat nicht ganz den vollen, das merkst du, finde ich auch, ja. Weil es nicht so ins Gesicht ist. Also ähnlich wie auch Freiwild, was es ja, ja auch in der Flasche gibt. Das geht auch vom Mischverhältnis her in die Richtung von Koffeingehalt her. Was wollte ich vorhin sagen? Bin ich rausgekommen und habe den roten Faden irgendwo unterwegs liegen lassen. Naja, ist egal, der taucht wieder auf. Ach ja, was ich da ein bisschen vermisse, ist eine Erfrischung. Findest du? Ja, ich habe das Gefühl, die Süße bleibt am Ende stehen. Ach, weil es zu klebrig ist? Es ist zu klebrig, die Süße bleibt zu lange da und dadurch habe ich das Gefühl, okay, wenn ich das Ding jetzt ganz getrunken habe, werde ich danach entweder immer noch oder wieder Durst bekommen. Mhm. Und werde danach dann zum Wasser greifen müssen, weil es einfach zu lange ja, drin liegen bleibt. Das ist wahrscheinlich das größte Manko. Mhm. Aber so prinzipiell vom Geschmack her... Prinzipiell von der Geschmacksabmischung her gefällt mir das. Kann man das definitiv empfehlen. Ja, und weil wir das empfehlen können, verlosen wir das nämlich. Weil ja, wir haben wieder ein Gewinnspiel für, wir haben wieder für ein die Gewinnspiel. Menschen. Seht ihr dann alles nach dem Abspann? Wie immer. Also für die sich den Abspann angucken. Die sich das noch reinziehen natürlich. Ja, die anderen ignorieren das einfach, die möchten nicht gewinnen. Ihr könnt direkt zum nächsten Video weiterklicken und lasst das Gewinnspiel einfach sein. Wir drücken euch natürlich dann wie immer die Daumen und so, jeglicher denklichen Finger. Ansonsten bleibt nur noch zu sagen, Prost. Prost und adios. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, habt ihr diesmal folgende Möglichkeiten. Zum einen über Facebook. Ihr werdet Fan von Wir probieren und sucht dann den entsprechenden Videobeitrag zu diesem Video, teilt diesen und kommentiert, warum ihr gerade dieses Fanpaket gewinnen sollt. Und zum ersten Mal auch die Gewinnspielteilnahme via Twitter. Ihr folgt dem Twitter-Account Wir probieren und retweetet den entsprechenden Tweet zu diesem Video. Teilnahmeschluss ist der 11.07.